Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar habe ich bei BH Cosmetics bestellt und die hatten glaube ich 30% auf alle Sachen, ich meine wohl. Und da wollte ich euch mal zeigen, was ich bestellt habe. Fangen wir an mit dem, wie heißen sie? Veganen Pinselset Essential Eye. Das sind 2, 4, 5 Stück. 5 Pinsel. Ich habe nur den Karton schon mal geöffnet, noch nicht reingeguckt. Dann fangen wir an. Nehmen wir jetzt den ersten Pinsel. Wo haben wir ihn denn? Den Brush V19. Hier, so sieht er aus. Reiß das jetzt auf. Muss schnell gehen. Den habe ich, glaube ich, schon. Oder eine Nummer kleiner. Bin ich mir nicht sicher. Kann man aber nicht genug von haben. So sieht der aus. Und ach doch. Ist offen. So sieht der aus. Und der ist richtig schön fluffig, weich. Und ich finde, die sehen noch ganz, ganz edel aus. Übrigens, mein Werbungsschild ist alles selbst bezahlt. So, weiter geht's mit dem Brush V16. Was war das? V19. Na, die sind sehr gut verpackt. Ich reiß das jetzt auf. Was ist so einer hier? Wie kann man den denn erkennen? Erkennt ihr den? Der ist auch schön, schön weich. Und sieht genauso schön aus. Dann haben wir den Brush V18. Steht da drauf. Flacher Shader-Pinsel. Großer Blender-Pinsel und Smudger-Pinsel. Die haben ja Namen. So. Oh, der ist wirklich schön flach. Ja, seht ihr? Und der ist nicht ganz weich, aber auch nicht ganz fest. Also schön. Werden wir austesten. Jetzt kommt der Brush V20. Ganz ruhig. Präzisionsblenderpinsel. Och, der ist ja süß. Der ist für und schön weich. Für kleine Lidfalten. Und jetzt zu guter Letzt der Brush V15 runder Lidschattenpinsel. Oh, der hat gar kein Papier drum. So sieht der aus. Und ja, der ist auch weich. Das Set hat jetzt zusammen gekostet 7,69 €. Man müsste aber irgendwo, genau, ich wollte gerade sagen, ich habe mir noch einen Pinsel bestellt. Na. Schön eingepackt. Der will aber gar nicht zu mir. Ach cool. Das ist ein flacher Blender. Der ist aber auch cool. Und der fühlt sich schön an. So ein Gummigriff hat der. Richtig schön. Der hat gekostet 3,50 €. Blending Crease. Ist ja nicht so, als wenn wir nicht genug Pinsel haben, ne? So, dann bestellt, also sehr gut verpackt sind die Paletten, habe ich mir noch diese Palette hier, ich kann es nicht aussprechen, 26 Farben. Das ist
eine Lidschatten- und Blush-Palette. Ich reiß das jetzt einfach auf. Ui. So sieht die aus. Schlicht weiß gehalten und die Schrift ist so golden. Ich krieg's nicht auf, das liebe ich ja immer, ne? Vor der Kamera sitzen und das dann nicht aufkriegen. Oh, die sind schön. Mit Zettelchen, wo drauf steht matte Farben und Soft Shimmer und Metallic. Und so sieht die aus. Zack. Sieht die nicht schön aus? Da swatche ich euch jetzt mal ein paar Farben. Schimmerfarben nehme ich jetzt. So sehen die aus. Oh, die sind schön. Die sind echt schön. Gut pigmentiert, denn ich habe noch ordentlich Produkt an den Fingern. Ich fand die Orange- und Goldtöne und die Pinktöne richtig schön. Einmal putzen. Ja, Trockentuch habe ich jetzt nicht. Doch, stopp. Eine Savite. Ist ja nicht so, als wenn ich nicht vorbereitet wäre. So, jetzt geben wir nochmal einen Golden. Und in den hellen Blush hier. Oh, sieht der aus? Oh, richtig. Schön. Ich weiß gar nicht, ob ihr das erkennen könnt. Gold, so Kupferfarben. Und das ist der Blush. Der ist eher so nicht Aprikofarben, ne? Also richtig schick. Das waren jetzt die schimmernden Farben. Die anderen, die matten. Die zeige ich jetzt nicht. Vor allem, weil die Finger jetzt schön nass sind. Ja, die Palette hat gekostet 18 Euro. Und Udo hat einen Anfall gekriegt, als er gesehen hat, dass der Postmensch zu uns kommt und den Namen auf dem Karton gesehen hat. Aber muss er durch. Jetzt mal gucken, doch 18 Euro. Und zu guter Letzt habe ich mir die, also wie gesagt, sehr gut verpackt in so kleine Knisterfolie und dann große. Die nennt sich Club Tropicana. 28 Farben sind das. Und wow. Oh, die sieht ja schön aus. Schon alleine die Verpackung. Mit den Palmen hier drauf. Halleluja. Steffi. Ich hoffe, die kommen so gut rüber, wie sie aussehen. Wow. Da nehme ich auch mal ein paar Farben. Yeah. Das sind wirklich, wie würde Udo jetzt sagen, Bam-Farben. Ach nee, ich würde das sagen und Udo wird am Rad drehen. Halleluja. Halleluja. Schön, schön. Nehmen wir da nochmal. Petrolfarben und wow, so sehen die aus. Also die knallen ordentlich. Die Palette hat 10 Euro gekostet. 9 Euro.
45. Und ich glaube, wenn man einen Warenkorbwert von 30 Euro hatte, hat man erstens versandkostenfrei nach Deutschland geliefert gekriegt und man hat, das habe ich aber erst hinterher gesehen, warte, ich räume die weg, hoppala. Halleluja. Auch der Karton sieht richtig schön aus. Hat man eine kleine Lidschattenpalette dazu gekriegt. Sixth Edition. First Try to Go. 6 Color Eyeshadow Palette. Ich krieg sie nicht auf. Och, wie süß. Wartet, die mache ich euch auf. Ist da ein Applikator drin? Den tue ich mal raus. So sieht die aus. Pink und lila. Komm, lila. Swatch ich einmal. Ja, das lila sieht geil aus. Pink, ein bisschen schwach auf der Brust, aber schön. Gefällt mir. Dann haben wir da noch ein. Was ist das? Ich kriege die Farben schon alle gar nicht mehr von den Fingern. Mein Tüchlein, ich wollte gerade sagen, wo ist es? Komm, dann nehmen wir die Farben auch noch. Zick. Die sind schön. Ja, das war meine Bestellung, die ja gar nicht geplant war. Wenn man nur gucken wollte, das passiert da. Ich darf das nicht mehr. Ich weiß schon gar nicht mehr, wohin damit. Aber ja, das war mein Einkauf. Ich hoffe, euch hat der gefallen. Vielleicht habt ihr ja auch die 30% genutzt. Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.